Hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergfreunde. Dies sind die Brand New News vom 8. Februar 2015. Ich dachte, es wäre mal wieder Zeit dafür, da sich seit dem letzten Mal auch viel getan hat. Unter anderem ist ja nun endlich nach 2 Jahren mein Drachensang am Fluss der Zeitprojekt abgeschlossen. Das war übrigens das Projekt, mit dem ich meinen Kanal gestartet habe. Und ich bin schon ziemlich glücklich darüber, dass ich es gut abschließen konnte, ohne es abzubrechen oder sonstiges. Die letzten Folgen werden in den nächsten Tagen noch kommen, also bis Folge 210, das ist die letzte Folge dann. Und damit ist das wohl bis jetzt mein längstes Projekt. Zum anderen habe ich gestern die letzte Aufnahme für Legend of Grimrock 2 abgeschlossen und werde die Folgen dann hochladen und freischalten, sobald das Drachensang-Let's Play, also sobald die Folgen auch abgeschlossen sind. Und wie gewohnt werden davon 2 Folgen am Tag kommen. Wie auch bevor ich das Projekt pausiert habe, wie ich ja gesagt hatte. So, mit Baldur's Gate und Warforged würde es weitergehen wie bisher. Da ändert sich nichts daran. Nun gibt es aber einen Punkt, den ich ansprechen möchte. Oder fast schon muss, möchte ich mal sagen. Und zwar wird es eine kleine Änderung an meinem Kanal geben, was die Ausrichtung angeht. Denn ich habe vor kurzem einen Bericht im BAFT-Magazin, das ist ein Online-Magazin, BAFT.de, gelesen. Und nach diesem Bericht fängt das Genre Echtzeitstrategiespiele langsam an auszusterben. Ja, das hat mich dann doch etwas getroffen. Oder sogar sehr getroffen, weil gerade Echtzeitstrategiespiele waren für mich so der Anfang mit den Computerspielen, mit dem Zocken, wie man es ja heute gerne nennt. Ja, ich bin schon etwas, naja, älter will ich nicht gerade sagen, also ich bin über 20 und mein erster PC war noch einer mit Windows 3.11, also ein ganz altes Konstrukt. Und auf dem liefen ja damals außer ein paar alten DOS und Microsoft spielen ja nicht viel. Richtig los ging es dann erst mit meinem Windows 95 Rechner. Und eins meiner ersten Spiele da war, was ich wirklich ziemlich viel gezockt habe dann auch, war Siedler 2. Und nach Siedler 2 kam Siedler 3. Und dann habe ich irgendwann mit Age of Empires angefangen. Und dann mit Age of Empires 2. Ja, Age of Empires 2 hat es sogar geschafft, meinen 95er PC zu killen. Das war ja das übelste High-End-Spiel. Da musste ich mir halt einen neuen kaufen mit Windows 98. Jedenfalls mochte ich Echtzeitstrategiespiele sehr gerne. Ich mag sie immer noch. Ich mochte sie sogar eigentlich vor Rollenspielen, muss ich zugeben. Und ich fände es wirklich schade, wenn das Genre jetzt einfach so verschwinden würde, weil die heutige Generation mit solchen Spielen, mit solchen langsam tragenden Spielen nicht viel anfangen kann. Also mal kurz, Echtzeitstrategie ist ja dadurch definiert, dass man mit einem Hauptgebäude anfängt, Sammeleinheiten hat, sich dann eine Basis aufbaut, Rohstoffe sammelt, in bestimmten Formen halt, je nach Echtzeitstrategiespiel. Und dann sich eine Basis baut, Einheiten ausbildet und den Gegner auf die Plauze gibt. Und laut dem BAFT-Bericht ist das heutzutage vielen viel zu träge geworden. Die möchten lieber mehr Action haben, deswegen sind dann so Strategiespiele jetzt rausgekommen oder kommen raus, die weniger auf den Basenbau Wert legen und viel schneller in die Action gehen. Was ich eigentlich etwas schade finde, weil ich mochte dieses Basenaufbauprinzip. Ja. Also deswegen habe ich beschlossen, nun auch Retro-RTS-Projekte, also RTS für Real-Time-Strategy, für Echtzeitstrategie zu machen. Damit das Ganze dann vielleicht doch ein bisschen weiterleben kann oder wenigstens ein bisschen mehr Beachtung kriegt. Also wird es schon bald nicht mehr nur Hi Ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde heißen, sondern auch Hi Ho, meine lieben Strategiespielfreunde. Und ich habe dafür schon einige Projekte in Aussicht geplant.
Und zwar möchte ich zu diesem Zweck eine kleine Umfrage machen. Wahrscheinlich, ich guck mal, ob ich es hinkriege, so eine Stormpoll-Umfrage zu machen und die in die Videobeschreibung einen Link zu packen dafür. Und ich möchte, dass ihr dort abstimmt, also wenn ihr wollt, welches dieser der Projekte, die ich gleich nennen werde, ihr am liebsten sehen würdet. Also, erst einmal schlechthin der Klassiker, also als wahrscheinlich der bekannteste Echtzeitstrategiespiele, Warcraft 3 mit Warcraft 3 Reign of Chaos zusammen mit der Frozen Throne Erweiterung. Ja gut, man könnte jetzt schon sagen, dass das fast schon ein bisschen Mainstream ist. Jedenfalls in Korea, Hust, Hust. Da ist es sogar eine Sportdisziplin. Genauso wie StarCraft. Aber ja, das Spiel hat meiner Meinung nach ein bisschen an Bekanntheit verloren durch WoW. Also finde ich, dass es doch ein gutes Projekt werden könnte nach all den Jahren. Ja, das nächste, was ich vorschlagen möchte, ist, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, Age of Empires. Also wahrscheinlich eher Teil 2. Da besitze ich sogar noch das Originalspiel. Also mittlerweile ist ja die HD-Version auf Steam rausgekommen, die ich nicht besitze. Und leider besitze ich für das Originalspiel auch das Add-on nicht. Was hoffentlich nicht so schlimm ist. Wenn ihr dann vielleicht lieber etwas mehr mit Fantasy haben möchtet, dann könnte ich auch Age of Mythology Let's Playen. Obwohl, das werde ich auf jeden Fall Let's Playen. Das ist vom Spielprinzip her genauso wie Age of Empires, aber eben mit mythischen Einheiten aus der griechischen, ägyptischen und nordischen Mythologie angehaucht. Und zu dem Thema Age of Empires ähnliche Spiele habe ich noch eins. Und zwar gibt es eine Star Wars-Variante, die sich Galactic Battlegrounds nennt. Das Spiel finde ich eigentlich auch sehr gut. Und würde ich auch gerne zeigen. Als weitere bekannte Reihe natürlich Command & Conquer. Und zwar stelle ich hier zur Auswahl entweder Tiberian Sun oder Alarmstufe Rot 2. Die älteren, also Alarmstufe Rot 1 und Tiberium Konflikt eher nicht, weil die für mich sogar schon etwas, immer noch etwas zu schwierig sind. Ich habe Tiberian Sun durch, ich habe Alarmstufe Rot 2 durch und alle, die danach kommen auch. Aber die beiden habe ich nie durchgeschafft, das gebe ich zu. Aber die beiden Teile jetzt hier sind auf jeden Fall mit dabei. Wobei ich noch sagen muss, Alarmstufe Rot 2 besitze ich, inklusive Addon. Tiberian Sun gibt es eine kostenlose Version, die man sich runterladen kann. Die gibt es jedoch nur in Englisch. Also wenn ihr euch das nichts ausmacht oder wenn ihr es sogar wollt, dass ich es im englischen Original spiele, dann ist es okay. Wenn nicht, dann muss ich nach einer deutschen Version suchen. Und deswegen, ja, beziehungsweise muss ich gucken, ob es einen Deutsch-Patch oder so gibt. Und deswegen denke ich mal, tue ich das Spiel doppelt in den Storepool reinpacken, einmal als Englisch und als Deutsch-Auswahl. Und dann werde ich ja sehen, welches öfter gewotet wird, hoffentlich. Zu guter Letzt noch ein Spiel, was ich sehr mag und was sogar etwas doppelt in meinen Kanal passt, namentlich Spellforce 1 mit beiden Addons sogar. Das Besondere an dem Spiel ist es, dass es ein Mix aus Strategie und Rollenspiel ist. Und zwar vollkommen. Nicht nur ein Strategiespiel mit Rollenspielelementen, wie zum Beispiel bei Warcraft 3, das hat ein paar Rollenspielelemente drin. Es ist wirklich ein richtiger Mix. Aber dazu sage ich dann in dem Projekt mehr am Anfang, wenn ihr neugierig darauf seid. So, also diese Spiele stelle ich jetzt mal zur Auswahl. Und ich werde hoffentlich auch alle davon Let's Playen. Aber ich möchte mal von euch wissen, welche ihr am liebsten sehen möchtet, damit diese auch zuerst kommen. So, jetzt aber genug davon. Die Zwergenstollen warten auf uns. Das waren die Brennoia News. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinen anderen Videos und den zukünftigen Projekten.